Hey Leute, ich bin der Bruga und ihr seht hier Pesadelo Regressao. Ich weiß nicht, ob es so ausgesprochen wird. Auf jeden Fall, es ist ein Spiel aus einem portugiesischsprachigen Land, könnte also auch Südamerika sein oder Portugal oder, weiß der Geier, Kuba. Wo spricht man noch Portugiesisch? Keine Ahnung. Gibt vielleicht noch so ein paar Länderecken. Auf jeden Fall, es gab dazu mal ein Indie-Game, ein Horrorspiel, natürlich habe ich gespielt. Aber ich weiß nicht mehr sehr viel darüber. Es ging, glaube ich, um ein Monster und man hatte Batterien und es war so ein kleines Rätselspielchen. Und man musste eben vor dem Monster entkommen und das Ende erreichen. Aber es ist ja egal, wir fangen neu an. Und use the mouse controller field of vision during the game to control your field of vision. Mit der linken kann ich interagieren und ich kann laufen und springen. Espaco! Ja. Ich kann ein bisschen Spanisch, aber Portugiesisch ist mir leider fremd. Viel Spaß mit dem Spiel. Ja, soviel zum Intro. Wir wissen also schon mal gar nichts. Ich habe ein Achievement, aber das sehe ich nicht, weil das Bild ist ein bisschen abgeschnitten. Leider gibt es in den größeren Auflösungen nur 16 zu 10. Warum auch immer, ich verstehe das nicht. Deswegen habe ich jetzt eine ganz komische Fensterauflösung und ich hoffe mal, das kann ich ganz gut zurechtschnibbeln. Nun ja. Ja, ich habe die Brille abgezogen, weil sonst spiegelt das nur und ich sehe auch so ganz gut, glaube ich. Was ist das denn? Bottle. Water Bottle. Okay. Kann ich jetzt hier alles aufheben? Open your backpack. Ja, da habe ich eine Taschenlampe. Equip. Cool. I can't understand. Current objective. Entweder werde ich verrückt oder das ist nicht mein Zimmer. Wo bin ich? Wo bin ich denn? Ja, wo sind wir denn? Ignite und on and off. Use left mouse button to interact with objects. Und nochmal eine Water Bottle. Sehr schön. Eine Water Bottle. Licht an, aus geht auch nicht. Was sind das für Bilder? Sieht aus wie eine ganz schmutzige Sechsstellung hier. Das ist ja... Oh. Yeah. Was? Relive important moments in your life. Schedule your visit. Da kann ich telefonieren. Translate. Oh. Ja, ganz toll. Wie gesagt, das ist Portugiesisch. Und ich denke, es war auch so gedacht, dass das Spiel in Portugiesisch ist. Und man als Ausländer ziemliche Probleme damit haben wird. Aber sie haben es immerhin auf Englisch übersetzt. Von daher ist das schon ganz gut. Ja, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was wir tun müssen. Die Taschenlampe, die blendet auch so ein bisschen, finde ich. Oh ja, Alkohol. Super für einen gesunden Schlaf, ne? Einfach mal ein paar Flaschen Wein runterkippen. Steht denn da? Kann ich nicht lesen. Ja, interessant. Dann, Baseballkappe. Ich weiß halt auch nicht, wie lange meine Batterie hält. Oh, guck mal, wenn ich laufe. Es sieht eigentlich sehr schick aus, oder? Ich find's recht hübsch. Es ist die Unreal Engine 4 übrigens. Und ich muss sagen, die Unreal Engine gefällt mir an sich schon mal sehr, sehr gut. Die Frage ist halt immer nur, was man draus macht aus solchen Engines. Ich meine sogar, die Unity kann gut aussehen. Und ich bin wirklich kein Freund von der Unity Engine. Nicht, weil die Spiele schlecht sind, sondern weil die Engine einfach nicht so geil ist. Persönliche Präferenz, ihr wisst ja. So.
Aber ich mag halt die Lichteffekte, die sind echt hübsch. Was? Find the Gravedigger. Was? This place looks familiar, but I can't remember when I've been here before. Maybe someone can explain what is going on. Ja, okay, also ich war hier schon mal, weiß ich aber nicht mehr. Und ich muss jemanden finden, der weiß, was vor sich geht. Den Totengräber muss ich finden. Der Gravedigger. Das ist auch eine Metalband. Aber ich glaube nicht, dass es hier darum geht, eine Metalband zu finden. Ah, ich habe doch vielleicht, Dings hier, Torches. Nein, ich habe Zündhölzchen. Matches heißen die. Oh ja, guck mal, den haben sie. Der macht aber keinen guten Job, ne, dieser Gravedigger. Und der Gärtner, der ist, naja, auch nicht der fitteste. Ah, was soll das? What the hell? Was? Die ist nur noch zu 83% voll. Ey, ist gut jetzt. Ist gut jetzt. Ah! Das ist eine fleischfressende Pflanze, verdammt nochmal. Das ist eine dumme Venus-Fliegenfalle, meine Fresse. Und ich erschreck mich so. Oh Gott, was zur Hölle ist das bitte hier? Bin ich denn verletzt oder so? Documents, ne? Inventory. Meine Fresse! Erschreckt mich nicht so. Was habe ich denn hier noch? Ein Ankh. Für was ist das gut? Ein Ankh ist ja das Symbol des Lebens, aber... Kann mich das wiederbeleben einmal? Ich weiß es nicht. Was ein Scheiß. Ja. Hallo. Noch jemand hier, außer mir und den Pflanzen. Guck mal, das heilt auch gar nicht mehr, oder? Some objects can be lit with matches or a lighter. Use the left mouse button to light them. Okay. Da ist noch so eine. Guck mal, seht ihr? Ja, und die zischeln. Das sind die Dinger, die zischeln hier rum, ne? Und das sind überall Kerzen. Warum kann ich die Kerzen eigentlich nicht anzünden? Weil das geht nicht. Lass mal die Taschenlampe ein bisschen aus. Wenn ich hier was sehen würde, wahrscheinlich ist es wieder viel zu dunkel für YouTube und ich muss es heller machen. Habt ihr eigentlich schon mal ein neues T-Shirt gesehen? Guck mal. Estus Flask. Ja, es ist von QWERTY. Danke für die Empfehlung nochmal. So, Katakumbas. Katakombs. Alasul, South Area. Alasul heißt südliches Gebiet. Okay, kann ich ja weniger Portugiesisch, als ich dachte. Oh ja. Blutschiss. Hm. Ist das der Totengräber? Du siehst ja scheiße aus. Ja, ich hold her to talk. Alguém, finalmente. O senhor pode me ajudar? Eu não sei como eu vim parar aqui, cara. Eu nem sei onde estou. Ah, não. Não era bem quem eu esperava, mas... Quem é você, meu jovem? Eu me chamo Alex, mas... Alex, na verdade eu nem me lembro do resto. Bom, não importa. Alex? Bem que tu podia me dar uma mãozinha. Olha, garoto. Pelo cemitério tem muita coisa ruim. Muitas delas eu confesso que eu ajudei a plantar. Ai. Mas tem uma planta que é boa. Colha um ramo e prepare um elixir. Ai, ele vai me ajudar a recuperar dessa ferida maldita. Ai. Então, peraí. Aqui tá a receita. Se você souber ler, vai ser fácil de fazer. Ai. Mas o principal é que funciona. Okay, also ich brauche das Zeug, eine Wasserflasche und da muss ich das kneten, das Kraut und dann mit dem Wasser mixen. Und benutzen, um zu heilen. Alles klar, was ist das für eine? Ramo de Arnica. Es ist halt irgendein Kraut. Ja. Okay, prepare the elixir for the Gravedigger. Was? Clipboard Sheet Edit. Ach, hier kann ich speichern. Das ist ja wunderbar. Was haben wir da? Planta venenosa. Eine giftige Pflanze ist das wohl. Oh. Barrels. Batteries. Ach, Batteries. Und die Axt kann ich leider nicht nehmen. Warum nicht? Warum kann ich die Axt nicht nehmen? Ich will aber Leute kaputt hauen, ja? Ja, das ist cool, dass ich Batterie gefunden habe. Da kann ich meine Taschenlampe wieder aufladen. Und dann auch noch gleich 8 Stück. Fantastisch. Well, komm nicht mehr rauf, verdammt. Ah! 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 Da darf man nicht reinspringen, verdammt nochmal. Ah. So, wie heißt das Zeug jetzt? Arnica.
Annika. So, super. Combine. Haben wir es doch. Ja, super, das hättest du auch selber machen können. Hoppala. Hättest du auch selber machen können, Kumpel. Die steht direkt vor der Tür, die Pflanze. Ah, aqui está o tal do elixir. Eu consegui fazer de boa. É, pelo visto você sabe ler. Fez certinho. Acho que eu já tô me sentindo até melhor. Pode ser que seja útil mesmo. Obrigado. Então bora lá, garoto. Obrigado. Vou te mostrar o caminho. Vamos lá. É, du siehst gruselig aus, Mann. Der stirbt doch jetzt eh an irgendwas. An AIDS oder so. An Pflanzen-AIDS. Kann ich mich jetzt auch damit heilen? Warte mal. Use. Sehr gut. Ich kann mich heilen damit. Wird vielleicht auch vonnöten sein. Gibt's hier noch so eine Pflanze, Kumpel? Ich brauch noch so eine. Tinha outro coveiro aqui que trabalhava comigo. Ele passou muito tempo plantando gente na terra. Mas eu tô falando de plantas. Ele tinha uma mania maluca de cuidar de planta. É um bom homem. Eu acho que você pode encontrá-lo na parte sul do cemitério. Der hat einen richtig komischen Kopf. Das sieht komisch aus, Mann. Extrem komisch. Das. Ich will es gar nicht wissen. Peraí, eu vou abrir pra você. Eu tenho a chave aqui, peraí. Vertrauenserweckend, dieses Quietschen. Go down to the cave. The Gravedigger told me that there is another Gravedigger and he has the key to the main exit. Oh Gott, was ist das? I have to go down and ask for the key. Okay, das machen wir. Was ist das hier? Pesticide powder kills everything. Youth with care. Skylux, we are always on your path. Ja, schön. Also ich brauche hier Pestizide oder was? Für die Pflanzen. Aha, South Area. Oh Gott, was ist das schon wieder? Da vorne ist es, seht ihr das? Ist das der Totengräber? When you're down, you'll make less noise. Da hat ja eine Lampe. Warum hat das Vieh eine Lampe? Meine Fresse, das kommt hierher. Kann ich mich um die Ecken lehnen oder so? Nö. Kann ich den mal ein bisschen anleuchten? Hallo. Oh nein. Oh nein! Ah! Wie siehst du denn aus, mein Hübscher? Oh! Oh, es rennt mir nach, ne? Es rennt mir hinterher. Oh! Oh! Lach nicht so scheiße! Wer lacht denn da? Ich finde das nicht lustig. Oh, das ist das Vieh, was so. Oh! Oh, oh, da kommen ja noch mehr. Nein, es ist nur einer. Hahaha, ist das lustig. Spreng über den Stein. Oh, da hat ja irgendwann doch aufgehört, hä? Ja, das sind doch mehrere. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber zumindest kann ich schon mal ewig rennen, das ist was Gutes. Ach du Elend, was sind das für Dinger, Mensch? Ich will es gar nicht so genau wissen. Oh! Oh! Oh, scheiße. Ich gehe erstmal in den sicheren Tod hier. Und ich hole mir mal einen Clipboard-Sheet. Oh, das sind noch einer. Alter Schwede. Warum gibt es hier so viele von den Viechern? Da ist noch. Da ist er wieder. Was ist das? Eyes turn red when they detect you. Die können mich sehr gut hören. Und sie können mich schneiden und sehr, sehr krank machen. Mit ihren Klauen. Cut. Oh, komm schon. Ich will hier nicht speichern. Das ist totaler Quatsch jetzt.
Hallo? Ich will da nicht raus. Vor allem, das ist so ein großes Vieh. Das haut mich bestimmt direkt tot. Aber ich speichere mal, was soll's. Alles klar, Saving. So, super. Da vorne läuft er wieder, hä? Oh, der ist gerade da vorne. Ne, wo ist er denn? Wo ist der mit seiner Lampe jetzt hingelaufen? Oh nein, da ist wieder was. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist denn hier los? Das ist zu, ne? Elevator, ich kann es nicht lesen, was soll der Scheiß? Das ist Portugiesisch. Ich kann kein Portugiesisch. Und wo ist der Typ hin mit seiner Lampe? Oh, meine Taschenlampe ist übrigens auch gleich leer. Ah ne, ich habe nur 3 Batteries. So, jetzt habe ich wieder 100. Da ist er links. Oh. Nein! Nein! Wie hätte ich dem jetzt ausweichen sollen? Der kam direkt auf mich zu. Ey, du Scheißvieh! Na komm, verarscht! Diese Dreckviecher! Hau ab, komm! Ah, das wird noch mehr! Hau mich nicht! Scheiße! Oh, ich kann nicht mehr laufen, oder? Doch, es geht. Es geht noch ein bisschen, komm! Du hältst das durch! Oh, komm schon! Er kann nicht mehr laufen, Leute! Oh! Ich hab schon alles Schlieren so überall bunt im Blickfeld. Oh Gott, nein. Oh, Kacke. Okay, der dreht wieder rum. Leute, ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, um hier Ende zu machen für den Part. Was ist das denn hier nochmal? Per Schädel. Oh, da liegt was. Hä? Huh? Take? Oh, ein Clipboard-Sheet. Oh, a meaningless piece of paper. Ja, so meaningless scheint's nicht zu sein. Oh, Kacke. Ja, Leute, ich mache hier Schluss. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt noch ein bisschen. Also, mir gefällt's bisher. Mal gucken, wie es wird. Ich danke fürs Zusehen und wir sehen uns wieder zu Pesadelo. Regressao. Bis dann.